energiegeladen. Ich glaube, das kann man tatsächlich unter diesem Begriff zusammenfassen. Es gab viele unterschiedliche Aspekte. Es gab auch ganz verschiedene Vortragsstile. Einer in Märchenform, der nächste sehr strukturiert, schon sehr detailverliebt und technisch, wo sicherlich der ein oder andere gestandene Zahntechniker sich auch den ein oder anderen Tipp abholen kann. Also ganz, ganz strukturiert vorbereitet. Die Identifikation der Referenten mit ihren Themen, mit ihrem Beruf und mit dem, was sie mitgeteilt haben, war für mich was ganz was Außergewöhnliches. Und unsere Gewinnerin hat das alles in einen Vortrag gepackt. Ganz hohes Fachwissen, Detailwissen, Spezialistenwissen und gleichzeitig eine unheimliche tolle Bühnenpräsenz und sehr sympathische Art des Vortragens. Ich habe die Herstellung von Operationssplinten hergestellt. Also es sind Positionierungshilfsschienen für Operationen in der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, bei denen die Patienten Kieferfehlstellungen haben und dann eben diese Kieferfehlstellung behoben wird. Und dabei hilft dann der Splint eben zur Orientierungshilfe, um den Zielbiss zu finden. Und da habe ich eben jetzt den konventionellen Weg mit einer Alternativlösung verglichen. Ich habe das jetzt in den letzten Monaten versucht, digital herzustellen und bin gerade noch dabei, mit den Ärzten den Behandlungsablauf komplett zu digitalisieren. Das war eine Motivation und eine Leidenschaft zu erkennen und auch eine ganz außergewöhnliche Art und Weise des Vortragens, die sehr authentisch ist. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich diese Begeisterungsfähigkeit, die wir für den Beruf entwickeln müssen oder ermöglichen müssen. Auch. Und da spielen sicherlich digitale Technologien, aber auch Liebe zum Detail, zu künstlerischen Aspekten. Wir hatten heute zum Beispiel jemanden hier auf der Bühne im Forum 25, die aus dem künstlerischen Bereich kommt, die ja für Jugend musiziert schon einen Preis gewonnen hat, erst einen Bundespreis gewonnen hatten. Wir haben aber auch jemanden, der aus Afghanistan beispielsweise kommt, erst 3 Jahre in Deutschland ist und sich hier auf die Bühne stellt und einen Vortrag hat. Und diese Begeisterung, das gefällt mir, diese Passion, das finde ich ganz, ganz toll. Mich hat motiviert, dass ich erstmal lernen wollte, vor Leuten zu stehen. Weil ich es früher in der Schule nicht, es war nicht so mein Lieblingsbereich, Referate zu halten. Und im Jahr davor hat mich mein Chef auch mal gefragt, aber da war ich noch nicht ganz so bereit für die ADT, also fürs Forum 25. Und letztes Jahr dachte ich dann, als ich auch hier auf der Tagung war, ich möchte es gern probieren, einfach mal so für mich selber als kleine Mutprobe, sage ich mal. Bin auch sehr froh, dass ich es gemacht habe und auch so mit der Zeit dachte ich, wäre interessant, mal anderen nahe zu bringen, was ich denn so lerne, was eigentlich gar kein Ausbildungslehrinhalt ist. Nach der Schule habe ich mich tatsächlich erstmal für Zahnmedizin beworben. Habe dann ursprünglich erstmal ein FSJ in der Pflege machen wollen, bin dann aber nach einem Monat dort, bin ich dann sehr unerwartet aufs Labor aufmerksam geworden, weil ich wusste das davor gar nicht, dass es im Klinikum bei uns ein zahntechnisches Labor gibt. Habe dann dahin gewechselt, ein Jahr ein FSJ dort absolviert und während dem FSJ gemerkt, okay, interessiert mich, also hat mir gefallen. Ich mag auch die Atmosphäre im Labor, finde es sehr interessant, was wir dort machen und dachte dann, ich möchte eigentlich zuerst nach meinem FSJ die Ausbildung absolvieren und dann mal schauen, wie es weitergeht. Dadurch, dass ich an der Klinik bin, möchte ich gern das ganze zahntechnische Wissen mitnehmen, aber so gut es geht, auch irgendwie abteilungsübergreifendes Wissen mitnehmen, wenn ich schon die Möglichkeit habe und an sich auch einfach an mir zu wachsen mit dem ganzen Wissen, das ich dort mitnehmen kann und ich hoffe auch, dass ich die Möglichkeit habe, weiterhin noch mehr so über den Tellerrand schauen zu können und mehr solches Wissen mitnehmen zu können. Das Forum 25 richtet sich an, wie der Name schon sagt, Kollegen bis zum Alter von 25, wenn einer mal 25,5 ist, auch in Ordnung, aber an den zahnärztlichen und zahntechnischen Nachwuchs. Sollten sich mit einem Abstract bei uns bewerben. Wir werden diese Inhalte zunächst mal sichten, werden das mit den möglichen Teilnehmern besprechen, werden gegebenenfalls auch noch Empfehlungen aussprechen. Wir wählen dort Vorträge aus, die dann hier in einem kleineren Forum parallel zum Hauptprogramm halten können und anschließend wird eben der beste Vortrag gewählt und die oder derjenige Vortragende kriegt dann den ADT Young Talent Award. Es ist ausgelobt, dann eben auch ein Referentenhonorar über 250 Euro. 5 Jahre Mitgliedschaft in der ADT, eine Übernachtung und Reisekosten stehen den zukünftigen Referenten dann zur Verfügung. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt gerade momentan eine Ausbildung mache, weil ich gemerkt habe, man wächst dran. Also konnte ich an mir beobachten, dass ich persönlich und menschlich dran weitergewachsen bin und gerade auch durch Veranstaltungen wie das Forum 25. Ich glaube, die Möglichkeit hätte ich jetzt vielleicht nicht, wenn ich woanders wäre.
ist wie so ein kleines Sprungbrett für mich, weil man lernt einfach über seine Grenzen hinauszugehen, sich mehr zuzutrauen und ich bereue es auf gar keinen Fall, dass wir es gemacht haben. Also ich kann es jedem nur ans Herz legen. Es ist das dritte Mal, dass wir dieses Forum gestalten dürfen und miterleben dürfen und organisieren dürfen. Und am besten hat mir gefallen die Passion, das Engagement, der Enthusiasmus, das Herzblut, mit dem die Präsentationen durchgeführt wurden. Und man merkt, dass die Vortragenden heute für ihren Beruf brennen. Und deswegen mache ich mir über die Zukunft der Zahntechnik und Zahnmedizin eigentlich wenig Sorgen momentan.